Wie viele Finger zeige ich? Zwei. Gibt's aber nicht. Nicht in der digitalen Welt. Und das, obwohl Digitus auf Lateinisch Finger bedeutet. In der digitalen Welt gibt es nur 0 und 1. Wieder was gelernt. Das nennt man dann Digital Education. Genau wie die brandneue Kategorie bei Jugendinnovativ. Tablets, Computer, Smartphones. Schon seit einigen Jahren sind sie auch aus der Schule, aus dem Bildungsbereich nicht mehr wegzudenken. Die 5 Finalteams im ersten Jahr dieser neuen Kategorie haben nicht nur digitale Lern- und Lehrmaterialien entwickelt, sie haben sich auch Gedanken darüber gemacht, welche Auswirkungen die digitale Welt auf die Lernenden und Lehrenden haben kann. Dabei sind sie zu einer erstaunlichen Erkenntnis gekommen: Lernen funktioniert dann am besten, wenn es Spaß macht. I like. Und auch das ist ein Finger. Maturameister, ein Projekt von Schülerinnen und Schülern des Wiedner Gymnasiums Sir Karl Popper Schule in Wien. Eine App mit wohldosierten Aufgaben bereitet Schülerinnen und Schüler auf die Zentralmatura in Mathematik vor. Fangen wir mit dem Technischen an. War die Programmierung dieser App kompliziert? Es war ein sehr viel Aufwand, aber es war nicht allzu kompliziert, weil wir das schrittweise aufgebaut haben. Also am Anfang war es sehr wenige Funktionen, sehr einfach. Wir haben das dann schrittweise aufgrund des Feedbacks unserer User aufgebaut. Ist die gesamte Mathematik-Zentralmatura in eurer App drin? Also es sind zumindest die Teil 1 Aufgaben, die Multiple Choice sind, alle der letzten Jahre drinnen, plus der Übungsaufgaben, die vom Bildungsministerium zur Verfügung gestellt werden. Das bedeutet, wenn man mit Maturameister lernt, hat man eine sehr gute Chance, zumindest den ersten Teil positiv abzuschließen. 1 minus 1, 2 minus 3. Stehen zwei Vektoren normal zueinander, so ist ihr Skalarprodukt gleich 0. Also ich wäre sowas von durchgefallen bei der Zentralmatura. Palanemo, A Gardener's Tale, ein Projekt der Graphischen in Wien. Ein philosophisch untermauertes Videospiel über eine Seeschnecke und eine Qualle hilft jungen Leuten, mit der Angst vor Schule und Leben umzugehen. Dieses Computerspiel will nichts weniger als Kindern die Angst nehmen. Wie funktioniert das? Also die Schüler, besonders Schüler ab 10, sollen halt langsam halt mit den ganzen Levels das Thema Angst und Stress halt kennenlernen. Magst du uns den Plot der Geschichte nochmal kurz zusammenfassen? In den Tiefen des Ozeans, am Rand des Universums, lebt eine kleine Seeschnecke namens Nemo und er hat seinen eigenen Planeten, auf dem er sehr gerne gärtnet. Doch eines Tages kommt der König der Rochen, Ego, und zerstört das ganze Universum. Alle Pflanzen sind weg und die Planeten sind ziemlich tot. Und eines Tages trifft der Nemo auf die kleine Qualle It. Die hat die letzten Samen in den Tentakeln noch und überredet Nemo, halt seine gärtnerischen Fähigkeiten zu benutzen und das ganze Universum wieder aufzubauen. Generation Y, ein Gesellschaftsspiel über die Schattenseiten der Digitalisierung, ein Projekt der Graphischen in Wien. Das unübersichtliche Themengebiet Big Data und Technologie wird anschaulich vermittelt durch ein analoges Kartenspiel. So. Ah ja. Gut, was passiert jetzt? Okay, eine Karte wird gezogen. Ja. Die wird vorgelegt. Ich lese sie vor. Ein Social Credit System wird eingeführt. Ein Online-Rating-System, das dein öffentliches Ansehen mittels einem Punktestand bewertet. Bei schlechtem Punktestand zahlt man höhere Steuern. Wow. In dem Spiel geht es um zwei Gruppierungen. Einerseits den Datenkonzern Cryptoconda, der für die Überwachung der Gesellschaft ist und mehr Einfluss haben möchte dadurch. Intelligentes Spielzeug ermöglicht Überwachung im Kinderzimmer. Gegenstände, die mit dem Internet verbunden sind und mit ihrer Umgebung kommunizieren können. Internet der Dinge. Das wird ja immer besser. Und andererseits gibt es dann noch die Gruppierung Generation Y, die eine Organisation der Gesellschaft ist und sich für ein transparenteres Internet und Datenschutz einsetzt. Zeig mal die Protestkarte hier. Die wahrscheinlich wundersamste Wurmlochreise der Weltgeschichte. Ein Abenteuer, das scheinbar nie passiert ist. Ein Projekt der Graphischen in Wien. Anhand einer Geschichte mit animierten Zeichnungen zeigen drei Schülerinnen Kindern ab 8 die Welt der Physik. Dies ist die Geschichte eines mutigen Mädchens namens Ella. Ella mag anfangs vielleicht unscheinbar wirken und will kaum den Anschein erwecken, als stünde sie vor der größten Reise ihres Lebens.
Aber wenn du dich entschließen solltest, den Weg ins Ungewisse mit ihr zu bestreiten, könnte hier auch ein großes Abenteuer auf dich warten, wie alles begann. Es war wieder einmal einer dieser kühlen Sommerabende, an denen Ellas Augen einfach nicht müde werden wollten. Sie entschloss sich also, wie so oft, in die Nacht hinauszuschleichen und den schmalen, mit Kieselsteinen bedeckten Pfad entlang zu wandern, welcher direkt zu einem kleinen Gartenschuppen führte. Fortsetzung folgt. Izirch, ein Projekt der HTBL UVA Salzburg. Zur Aufzeichnung von Volksliedern in klassischer Notierung genügt es dank dem Projekt zweier Schüler, die Melodie auf einer steirischen Ziehharmonika zu spielen. Ist es kompliziert, Hardware und Software in eine Ziehharmonika einzubauen? Ja, eigentlich schon, weil man muss die ganze Ziehharmonika in ihre Einzelteile zerlegen. Es gibt eigentlich gar keine Anleitung, sondern wir haben das frei aus unserem Kopf selber gemacht. Und dann dafür ist die ganze Notierungsarbeit erledigt. Man muss einfach nur spielen. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen? In Verbindung mit meinem Musiklehrer. Der hat immer schon viel Arbeit gehabt, der hat seine eigenen komponierten Lieder aufzeichnet. Und der hat mich dann angeredet, ob man das nicht irgendwie automatisieren kann. Warum sind denn viele von diesen alten Liedern noch nicht notiert? Weil sie alle bei Berge höher weitergegeben worden sind und sie eigentlich nie wer die Arbeit an da hat, die einzelnen Noten einzutippen. Weil es dauert ziemlich lange, bis man so ein Lied aufgeschrieben hat. Und jetzt mit unserer Ziehharmonika kann man das ganz schnell und einfach einspielen. 1, 2, 3. Yippie!